So, nachdem jetzt alle Platz genommen haben, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Ausrichter, Hausherr darf ich Sie alle recht herzlich im Namen des gesamten Rackman-Projektteams zum zweiten Rackman-Workshop hier in Mainz begrüßen. Und Sie haben schon das Intro gehört, Rackman, das ist immer, wenn wir so intern uns treffen, immer unsere Einstimmung, unser Auftakt. Zum Begriff Rackman, den wir ja heute sicherlich oder voraussichtlich des Öfteren hören werden und der ja auch auf den Medien präsent ist, die Sie umgeben. Vielleicht ein ganz kurzer Hinweis, wo das denn so herkommt. Das geht zurück auf die Ausschreibung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft von 2011. Dort hieß es mal Optimierung von Training und Wettkampf, Regenerationsmanagement im Spitzensport. Und der Kurztitel damals war Regenerationsmanagement. Und wir haben dann relativ schnell geguckt, ob Rackman da nicht ein ganz gutes Mischkurzwort wäre. So heißt das, habe ich gelernt. Mittlerweile ist es vom Mischkurzwort, glaube ich, in den Sonderfall des Kunstwortes übergegangen, zumindest im deutschsprachigen Raum oder in der deutschsprachigen Sportwissenschaft, sodass wir das auch immer als Rackman benutzen und damit immer auch das Projekt gleichsetzen. Das Projekt war ursprünglich bis 2016 angesetzt und wir haben damals 2016 in Vorbereitung der Olympischen Spiele auch einen Workshop gemacht und damit das sozusagen die erste Projektphase abgeschlossen. Und das Ziel des ersten Workshops war es, im Vorfeld, wie gesagt, der Olympischen Spiele in Rio 2016 der Sportpraxis Unterstützung zu bieten im Hinblick auf die Frage, wie denn dort mit Regeneration umgegangen werden kann. Es gab dann eine Projektverlängerung, da wird die Frau Dr. Horn vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft noch was zu sagen. Und die nächsten 4 Jahre bis 2020 konnten wir weiter im Bereich des Rackman-Themas forschen. Und jetzt haben wir 2020 und fast genau vor 4 Jahren, nach dem ersten Workshop, treffen wir uns heute für diesen zweiten Rackman-Workshop. Und auch zum zweiten Rackman-Workshop besteht die Zielstellung oder der Termin wurde so gewählt, dass wir im Vorfeld der Olympischen Spiele auch hier wieder was anbieten wollen im Hinblick auf Regeneration im Spitzensport, sodass noch auch hinreichend Zeit bis zu den Spielen ist. Das vielleicht zum Hintergrund. Wir haben im Nachgang des ersten Workshops auch relativ viele positive Rückmeldungen erhalten. Wir haben damals zu dem Workshop die Ergebnisse der ersten Projektphase in einer Broschüre zusammengefasst, für diejenigen unter Ihnen, die Sie noch nicht kennen. Das ist die Broschüre des ersten Workshops gewesen. Die bekommen Sie auch, zumindest gibt es noch Restexemplare, draußen am Stand des Bundesinstituts für Sportwissenschaft. Und Sie finden die auch auf unserer Homepage als E-Book oder E-PDF. Da können Sie durchblättern und dort können Sie sich informieren über den ersten Teil. 2020, heute und morgen, soll es um den zweiten Teil gehen, also die zweite Projektphase von 2016 bis 2020. Und auch heute ist es uns gelungen, pünktlich zum Workshop die Broschüre fertigzustellen. Sie sieht jetzt so aus, damit man die auch voneinander unterscheiden kann, haben wir jetzt die Farbe Blau gewählt, das Rackman Blau. Also es gibt nicht nur den Song, sondern wir haben auch ein Rackman Blau. Und das ist sozusagen jetzt die aktuelle Broschüre. Die wurde Ihnen auch bei der Anmeldung ausgehändigt. Und das ist auch ein bisschen die Orientierung für die 2 Tage, heute und morgen. Wir werden uns sehr stark auch inhaltlich an dieser Broschüre orientieren, das werden Sie dann feststellen. Dann noch ein weiterer Hinweis, Sie haben bei Ihren Tagungsunterlagen oder bei der Aushändigung oder bei der Anmeldung ein Programm erhalten und auf der Rückseite des Programms finden Sie 3 QR-Codes. Und mit diesen QR-Codes können Sie zum einen auf unsere Homepage kommen, um sich in Publikationen über die Publikationen des Projekts weiter zu informieren. Dort sind dann auch wiederum Links zu den Journals, wo Sie die Publikationen finden. Dann haben wir einen Link zum Lageplan, damit Sie sich hier auch an der Universität Mainz zurechtfinden und orientieren können. Und der letzte Link ist zum Programm. Zum Newsletter des Rackman-Projekts, die wir in den letzten 8 Jahren angefertigt haben. So, das zunächst von meiner Seite. Organisatorische Dinge werde ich nachher noch ein paar Dinge zu sagen. Zunächst möchte ich aber das Wort übergeben an Frau Dr. Horn vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, die auch noch ein paar Begrüßungsworte an Sie richten möchte. Ja, vielen Dank, Marc. Herzlich willkommen zusammen hier in Mainz beim zweiten Rackman-Workshop auch von meiner Seite. Mir wurde gesagt, wir sollen das hier kurz halten. Ich werde versuchen, mich daran zu halten. Aber ein paar Grußworte wollte ich doch sehr gerne an Sie richten.
Ja, wenn ich hier so in die Runde gucke, dann sehe ich in viele mir bekannte, aber auch in ganz viele mir unbekannte Gesichter. Und ja, das ist gut so. Das ist gut so, weil es nämlich bedeutet, dass wir mit unserem Aufruf, die Ausschreibung für diesen Workshop, unsere Zielgruppe erreicht haben. Wir haben nämlich versucht, diejenigen, die heute viel anwesend sind, hier zu adressieren, nämlich die unmittelbare Sportpraxis. Und wenn ich in die Teilnehmerliste hineingucke, dann sehe ich, dass viele von Ihnen sehr eng mit Athleten zusammenarbeiten, diese Athleten betreuen auf unterschiedlichsten Ebenen, ob im Verein, im Verband oder auch in der Schule sogar. Und ja, für Sie veranstalten wir das hier heute. Die Projektgruppe hat genau für Sie das Konzept entwickelt für diese Veranstaltung und insofern freuen wir uns, dass Sie unserem Aufruf gefolgt sind. Ja, wenn ich Sie nicht kenne, dann gehe ich auch davon aus, dass Sie mich und auch das Bundesinstitut nicht so richtig kennen. Deswegen vielleicht noch zwei Sätze zum Bundesinstitut. Der Marc Pfeiffer hatte ja gerade schon ein bisschen was gesagt, dass wir was mit der Projektförderung und Ausschreibung zu tun haben. Ja, wir sind ein Institut, relativ klein, ungefähr 40 Mitarbeiter im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innens, sind in Bonn angesiedelt. Und ja, uns gibt es jetzt mittlerweile seit 50 Jahren. Wir haben dieses Jahr ein großes Jubiläum, das wird auch gebührend gefeiert im Oktober diesen Jahres. Und errichtet wurden wir vor 50 Jahren mit der Aufgabe, mit der Kernaufgabe, die bis heute auch noch unsere Kernaufgabe geblieben ist, die Sportpraxis mit wissenschaftlichen Informationen zu versorgen, wissenschaftlich zu unterstützen, und zwar im Wege der Projektförderung, der Projektinitiierung, der Projektkoordinierung. Und so kam es auch 2011 eben zu dem RECMAN-Projekt. Wir arbeiten sehr eng mit anderen Vertretern des Sports, des Sportsystems zusammen und haben uns abgestimmt, dass gerade im Bereich des Regenerationsmanagements ja ein großes Defizit oder sagen wir mal eine Wissenslücke herrscht. Es gab viele Fragen, die offen waren und es wurde nach Handlungsorientierungen, wissenschaftlich fundierten gerufen. Und dann haben wir dieses Projekt ausgeschrieben und 2012 dann an die Projektgruppe vergeben mit Professor Tim Meyer, die Professoren Alexander Ferrauti, Michael Kellmann aus Bochum und natürlich, last but not least, den Ausrichter hier und heute, Marc Pfeiffer, Professor Marc Pfeiffer natürlich, mit dem sehr kompetenten Team, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Hintergrund. Ja, das heißt, wir kennen uns jetzt schon relativ lange und ich kann Ihnen sagen, die Projektgruppe macht gute Arbeit. Und das werden Sie hier heute und auch morgen, werden Sie das auch selber sehen. Es handelt sich natürlich um ein wissenschaftliches Projekt. Aber dieses Projekt ist hochgradig an den Bedarfen der Praxis ausgerichtet. Wir haben uns da auch immer wieder rückversichert. Es wurde auch nachgeschärft. Es wurde gerade schon gesprochen von einer zweiten Phase, die es dann gegeben hat. Wir haben viele Kontakte und Dialoge, enger Austausch mit Vertretern des Sports stattgefunden. Und im Ergebnis war es dann so, dass man sich hat in der zweiten Phase des Projektes nochmal fokussiert thematisch auf das Thema Individualisierung. Das heißt, tatsächlich an der Individualität des Einzelathletens, der Einzelathletin orientiert, Einordnungen zu geben und Handlungsmöglichkeiten aufzuspannen. Und dieses Thema der Individualisierung ist ein großes Thema, ich denke für Sie persönlich, aber das ist auch eben bei uns angekommen. Wir haben uns wiederum mit der Praxis sehr stark und der Sportwissenschaft sehr stark ausgetauscht und haben unsere Handlungsfelder der Projektförderung geschärft. Und an der Stelle ist die Individualisierung, die Gestaltung eines individuellen Athleten und Athletinnenentwicklung sehr, sehr hoch angesiedelt. Insofern liegt die Projektgruppe mit der Arbeit voll im Zeitgeist. Und dann möchte ich noch unbedingt loswerden, dass wir es hier eben mit einer Arbeit zu tun haben, die nicht nur wissenschaftlich herausragend ist. Das heißt, es findet ein steter Dialog mit internationalen Vertretern der Wissenschaft statt und man ist da auch sehr stark dran ausgerichtet und gestaltet die Erkenntnisse, die international State of the Art sind, mit. Aber zugleich ist eben die Praxisorientierung sehr hoch und das zieht sich von A bis Z durch die gesamte Projektarbeit durch, von der Konzeptionierung
über der Auswahl von Fragestellungen, Methoden bis hin zur Durchführung des Projektes, was in einzelnen Teilstudien sehr, sehr eng mit der Praxis durchgeführt wird und wurde. Und natürlich auch mit dem Wissenstransfer. Und zum Thema Wissenstransfer sind wir natürlich heute zusammengekommen. Wir können heute und morgen eine Veranstaltung erleben, die, wie gesagt, schon für Sie konzipiert ist. Und wir hoffen, da auch sehr eng mit Ihnen in Austausch, in Dialog zu kommen. Und begleitet, flankiert wird diese Veranstaltung von zahlreichen weiteren Maßnahmen, die eben von der Arbeitsgruppe mit großem Engagement und mit einem großen Blick für die Praxis auf den Weg gebracht worden sind. Die Broschüre hat Herr Pfeiffer gerade schon genannt. Ich möchte weiter hinzufügen, es gibt den Newsletter, es gibt aber auch im Sinne der nachhaltigen Sicherung von Wissen Videobeiträge zu einzelnen Teilaspekten von RECMAN, die Sie über den YouTube-Channel des BISP sich alle ansehen können. Und es wird heute auch ein Mitschnitt dieser Veranstaltung durchgeführt, sodass Sie auch im Nachgang die einzelnen Beiträge nochmal nachhören und nachsehen können. So, damit bin ich jetzt eigentlich schon am Ende und ich wünsche Ihnen, dass Sie, Ihnen und uns, dass wir nicht nur ganz viel hören über Regenerationsmanagement und Optimierung von Belastung und Erholungsgestaltung, sondern hoffe, dass es mit der gesamten Gestaltung dieser zwei Tage auch gelingt, Ihnen persönlich hier neben Inhalten und Themen, die anregend und hoffentlich auch ein bisschen fordernd sind, dann aber trotzdem noch Freiräume zur Kommunikation und Entspannung zu bieten, sodass, wo dann der eigentliche Stoffwechsel, ja, wie wir wissen, stattfindet zur Adaptation, sodass Sie dann halt Ihren bestmöglichen Ertrag aus dieser Veranstaltung mitnehmen können. Und das hoffentlich mit sehr, sehr viel Spaß. Das wünsche ich uns allen. Und insofern, jetzt muss ich noch eine Sache, die fällt mir gerade ein, so ist das, wenn man, ich wollte noch danken für die Ausrichtung dieser Veranstaltung, weil das war wirklich ein dickes Brett, wie man so schön sagt, was gebohrt werden musste, parallel zu den ganzen universitären Arbeiten, die ja noch mitlaufen mussten. An dich, Marc, und dein Team, ganz großes Dankeschön, aber insbesondere auch an die gesamte Projektgruppe. Das ist halt nebenbei gelaufen und deswegen, das denke ich, verdient eine besondere Würdigung. Und damit bin ich jetzt am Ende und wünsche uns allen eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank. Applaus